So, wir werden auch mit unserem Beispiel Konstante und Variable mehrere Schritte unternehmen, so wie im Kapitel 2 auch. Und damit das zu den Videos passt, habe ich das Ganze wieder in Ordner hineinkopiert. Und da wissen wir ja, die können wir dann einfach duplizieren und aus dem Schritt 1 wird der Schritt 2 und das Storyboard in dem Schritt 2 werden wir jetzt mit Xcode öffnen und schon sind wir, wie es so schön heißt, im Business. Also, dass jetzt Zahl A eine Variable ist und den Wert 5 hat, das haben wir schon geklärt und dass wir dann auch gerne, weil es Variable ist, wieder einen neuen Inhalt zuweisen können, wissen wir auch. Jetzt müssen wir aber einen Schritt weitergehen. Denn Swift ist eine streng typisierte Sprache. Klingt wahnsinnig toll, oder? Das heißt, jede Variable oder Konstante muss zwingend von einem bestimmten Typ sein. Ja, was haben wir denn für einen Typ hier in der Zahl A? Kann uns das irgendeiner sagen? Ja, da gibt's eine wunderbare Function, Type, und dann können wir sagen, was ist denn der Typ von der Zahl A? Und dann sagt uns unser System hier, du Frankie, also Zahl A ist ein Int-Type. Aha, also Zahl A ist ein Int-Type. Int ist ein Integer, also eine ganzzahlige, ein ganzzahliger Typ, eben kein Fließkomma. Ja, heißt denn das, ich könnte nicht sagen, Zahl A gleich 7,5 oder was? Ja, was passiert denn jetzt? Oh, tatsächlich, geht nicht, weil 7,5 wäre ja ein Double, eine Fließkommazahl. Und ich kann eben kein Double zu einem Int zuweisen. Ja, das ist natürlich eine komische Sache. Was würde denn jetzt, wie, Moment mal, also Zahl A ist ein Int und dann mal 5 und dann kann es auch 7 sein, aber nicht 7,5. Und was ist, wenn ich sagen würde, Zahl A wäre 5,5? Dann haben wir kein Problem mehr. Was geht denn hier ab? Was ist denn das für eine Magie? Ach, und guck mal, Type of Zahl A ist jetzt Double. Ja, das ist ja ein sehr unpräzises Zeug, oder? Nur weil ich irgendeinen Wert zuweise, ist es mal der Typ. Ah, was ist denn das für eine komische Sprache? Nee, Leute. das ist die sogenannte Type Inference. Anhand des zuerst zugewiesenen Wertes bemüht sich die Swift-Umgebung, dem Typ der Variablen den richtigen zuzuweisen. Aha, sind wir jetzt aber trotzdem nicht viel schlauer als vorher, oder? Also müssen wir das Ganze mal ein bisschen strukturierter angehen. Eigentlich müsste hier sowas stehen wie Zahl A wäre eine Variable vom Typ Int. Und dann ist auch alles klar für uns, oder? Zahl A ist eine Variable vom Typ Int. Zahl A weise ich den Wert 7 zu. Und dann weiß ich genau, dass ich Zahl A nicht 7,5 zuweisen kann, denn das wäre ja ein Fließkomma-Wert. Und dann müsste Zahl A so etwas sein wie ein Double. Und dann geht das auch alles wieder. Ja? Also, eine Deklaration einer Konstanten oder Variablen ist formal eigentlich so zu machen, dass wir den Namen der Variablen, und ich bleib jetzt dabei, muss nicht immer sagen Variable oder Konstante, dass der Name der Variablen nach einem Doppelpunkt auch einen ganz klaren Typ bekommt. Ja, was gibt's denn für Typen? Ja, da gibt's zum Beispiel Int als Integer, also als Ganzzahl. Dann gibt es Double als Fließkommazahl. Da gibt es String als Zeichenkette. Da gibt's aber auch alle anderen Klassen, wie zum Beispiel UI-View-Controller, UI-Label, UI-View, haben wir alles schon kennengelernt. So im Groben, oder? Also, eine Variable muss von einem bestimmten Typ sein. Man kann aber auch der Bequemlichkeit halber dem Compiler über die sogenannte Type Inference versuchen lassen, den Typ anhand der ersten Zuweisung zu ermitteln.
War jetzt nicht ganz richtig. Hier wäre ja die erste Zuweisung quasi in der nächsten Zeile. Das funktioniert nicht. Ich muss dann schon gleich die Zuweisung mit der Deklaration der Variablen machen. Und wenn ich sage, Variable Zahl a hat den Wert 5, dann geht der Compiler durch die Type Inference davon aus, 5 ist ein Integer, also ist Zahl a vom Type of Int, so wie es auch hier steht. Sage ich, Zahl a ist 5,5, dann sagt der Compiler, 5,5 ist ein Double, also mache ich ein Zahl a vom Typ Double. Würde ich, Kommentare sind erlaubt, würde ich Zahl a sagen, ich mache da einen String drumrum, ja, hallo 5,5, dann ist Zahl a eben vom Typ String. Ich könnte natürlich der Form halber schreiben, Zahl a vom Typ String gleich hallo 5,5. Also, was müssen wir festhalten? Swift ist eine streng typisierte Sprache. Alle Variablen und Konstanten müssen von einem bestimmten Typ sein. Der Compiler guckt sogar schon bei den Zuweisungen und Berechnungen, dass einer Variable immer nur der Wert zugewiesen werden kann von dem Typ, der diese Variable nun mal ist. Ne, sonst kriegen wir einen auf die Finger. Ihr erinnert euch dran. Zahl war int und ich wollte ein Double zuweisen. Peng, Compilerfehler. Also, streng typisiert, jede Variable, jede Konstante hat ein Typ. Weil wir aber als Entwickler bequem sind und die Entwickler von Swift wissen, dass Entwickler bequem sind, vielleicht sogar selber bequem sind, hat man gedacht, es wäre doch nett, wenn bei der Deklaration ein Wert zugewiesen wird, dass aus diesem doch auch gleich der Typ bestimmt wird, wenn das möglich ist. Und dann haben wir eben sowas wie diese Type Inference und können dann sagen, wenn wir einen String zuweisen, ist es ein String. Wenn es eine Dezimalzahl ist, wird es automatisch mal ein Double. Und wenn es eine Ganzzahl ist, ein Int. Aber formaler und besser und vielleicht auch schöner und der klügere Programmierstil wäre es, immer einer Variable auch einen Typ zuzuweisen. Und dann kann man ja gerne immer noch einen Wert vergeben. Aber manchmal mag ich das auch, dass das so bequem ist. Und vor allen Dingen, es ist verlässlich, was der Compiler macht und ändert sich nicht zu dem, was er morgen macht. Also wenn ihr sowas habt wie Zahl a gleich 5, dann darf das erlaubt sein, weil ihr dann wisst, Zahl a ist vom Typ int. Wenn ihr euch mal darüber informieren wollt, was denn eure Variable oder Konstante momentan vom Typ ist, dann wendet doch einfach mal diese lustige Function Type an, übergebt den Parameter der Variable, also übergebt als Parameter die Variable oder Konstante, deren Typ ihr wissen wollt, zusammen mit dem Parameternamen of. Also Type of Zahl a ist eben ein Int. Wow, so, das war doch schon mal spannend, oder? Int, Double, String, Type, Type Inference. Ja, ist so. Hat ja niemand gesagt, dass Programmieren so ganz leichte Kost ist, aber es macht halt immer noch Spaß, oder?